Und wie versprochen auch die dritte Folge der Sonic Dreams Collection. Wie versprochen spiele ich jetzt auch My Roommate Sonic. Angeblich erschienen im Jahre 1999. Ich habe da berechtigte Zweifel. My Roommate Sonic, mein Mitbewohner Sonic, ist ein autobiografisches Spiel, das eine Beziehung zwischen Mensch und Igel in einer modernen Apartmentanlage erforscht. My Roommate Sonic war ein makelloser erster Schritt zu Virtual Reality. Das Sega VR Headset ist nie erschienen, also wurde auch dieses Spiel begraben. Interessante Trivia, dieses Sega VR Headset gab es tatsächlich. Das war ein Prototyp, den Sega Mitte der 90er entwickelt hat, der aber nie released wurde. Und jetzt kommt die offizielle Begründung, weil es zu realistisch war. Also sie hatten Angst, dass die Leute ausweichen oder sich irgendwie bewegen und dann getroffen werden. Deswegen haben sie das eingestampft. Man könnte allerdings behaupten, dass das Ganze so der Stiefonkel von Oculus Rift war. Und daher nicht alles gelogen, was hier steht. In jedem Fall würde ich sagen, wir springen mal in My Roommate Sonic rein. Das ist My Roommate Sonic und ich kann jetzt entweder auf Exit drücken oder auf Begin. Ich drücke einfach mal auf Begin. Und damit bin ich in dieser ziemlich dystopischen Welt. Links sitzt Sonic, mein Mitbewohner, gibt mir Thumbs up. Sehr gut, Bro. Und wir gucken uns, ja, das fängt jetzt hier an zu vibrieren. Wir gucken uns Bilder von Igeln an. Wunderschön. Sonic the Hedgehog, wer das nicht weiß, Hedgehog ist Englisch für Igel. Have you told your roommate how you feel about them? Hast du deinem Mitbewohner gesagt, wie du über ihn fühlst? Das scheint wohl eine Romanze zu sein hier zwischen Sonic und mir. Ja, hab ich. Ha, ich glaube dir nicht. Nutze das Leben, wacht mal eine Sekunde. Haha, schau aus dem Fenster raus. Aha. Just follow my lead. Give him the tickles. Ich soll ihn kitzeln. Diese Hand ist ziemlich verstörend. Ansonsten, ja, wir gucken uns Igelbilder an. Wir werden hier beobachtet. Oh, er schlägt mir die Hand weg. Alter, was ist hier los? Passwort White Glove. Was zur Hölle passiert hier? Da hinten steht ein Fahrrad. Okay. Wie mache ich jetzt weiter? Go for the kill. Mhm. Okay, da will er nicht. Alter, was passiert mit meiner Hand, wenn er mich schlägt? Alter Schwede, ist das verstörend. Ich greife ihm jetzt ins Auge. Oh, ne, auch nicht. Kann ich... Ah, ich kann scheinbar an den Füßen was machen. Diese Geräusche. Boah. Sollte ein Igel solche Füße haben? Oh, jetzt wird er rot. Meine Fresse, ist das krank. Stare deep in his eyes. Okay. Alter Schwede. Was ist hier los? Du bist zu weit gegangen. Was ist denn jetzt hier schon wieder kaputt? Hä? Was ist das denn für eine verstörte Scheiße? Okay, ich bin ein kopfloser Mensch, der Gummibeine hat. Und allein die Art und Weise, wie er geht, wie die Gelenke nach hinten durchbrechen. Und jetzt bin ich ein kopfloser Sonic-Verschnitt. Was stimmt hier mit nicht? Ich
hoffe, das ist das, was du wolltest. Ganz und gar nicht. Ich kann jetzt die Hand bewegen. Ich mach das jetzt hier aus. Ich habe soeben eine Sonic Movie Maker Bonus Stage unlocked. Da war die Kamera leider nicht an. Und ich habe jetzt den Download-Content Roommates freigeschaltet. Das ist sehr schön. Da freuen wir uns. Oh. Alter. Meine Herren, ist das verstörend. Game over. Your score 0. Ich kann hier Snake spielen. Mit der Steuerung natürlich sehr simpel. Ich mach das mal nicht. Ja, ja. Mal eben das Glas aus dem Fenster, den Becher, Kaffeebecher aus dem Fenster. Und die Fernbedienung brauchen wir auch nicht. Meine Güte, ist das verstörend hier. Hat eine Kamera als Kopf. Die stelle ich mal... Vielleicht kann ich die einfach zu mir ranziehen und dann dadurch die Kamera holen. Sehr gut. Jetzt habe ich mir die Kamera auf jeden Fall geholt. Komme ich irgendwie rüber? Nee, komme ich nicht. Okay. Diese leeren Augen mal mitnehmen. Den Menschen mit der Kamera. Und wer bin ich denn? Wie sehe ich denn aus? Ich bin irgendein blaues Etwas. Das filme ich auch mal. Urba. Nein. Das Fahrrad. Das ist die verstörendste Scheiße, die ich je gespielt habe. Was haben wir hier oben? Ich möchte das ranholen. Was ist das? Ja. Mich würde auch interessieren, wie groß es ist. Ups. Okay. Ja, was haben wir hier? Was ist das hier? Wenn wir Veteranen der Sonic-Serie wahrscheinlich beantworten können. Ansonsten bin ich hier restverstört. Ich guck mal, was es hier beim Fenster noch gibt. Nee, dann halt nicht. Wie sie mir langsam mit ihren Blicken folgen, das ist creepy as hell. Immerhin, das habe ich auch abgeschlossen. Jetzt habe ich auch noch eine weitere Rap-Party, die ich mir angucken kann. Ja, ich glaube diesmal mit Feuerwerk. Ich glaube, das hatten wir vorher nicht. Mal gucken, ob die Charaktere immer noch alle am Brennen sind. Ja. Ja, wunderschön. Gibt's noch ein zweites Guestbook? Ich nehme mal an, nicht. Und ich unterlasse das jetzt mal. Und das war's dann endgültig mit der Sonic Dreams Collection. Ich bin für immer gezeichnet von diesem... Ja. Und hoffe, ich kann's irgendwie... Ne? In dem Sinne, bis dann. Wir sehen uns. Ciao.